Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft, herzlich willkommen zurück auf der Lost Berg mit Moralistic Mod, dem Seasons Mod, dem Gearbox Addon und einem großen Dreckberg. Tja, wie ihr seht, wir sind im Winter angekommen. Es ist der Winterbeginn, das Gras ist kurz und kalt ist es und ja, Winter halt. Ja, was soll man da groß sagen? Aber es gibt eine gute Neuigkeit, ich habe es extra hinter dem Dreckberg versteckt. Unsere Güllegrube ist angekommen. Laufen wir einmal schön drum. Eine schöne große Güllegrube. Weiß es nicht, vielleicht hätte ich noch eine größere nehmen sollen. Ich bin mir immer so unsicher. Aber ich glaube, die passt schon ganz gut auf unseren Hof. Ich versuche mal, ob ich da irgendwie raufhüpfen kann, aber ich glaube, das wird schwierig. Autsch. Aha, geschafft. So. Hier habe ich schon mal ein paar Bretter draufgelegt, dass hier keiner reinfällt. Und die nächste Arbeit, die wir jetzt machen müssen, ist hier wieder zufüllen am Rand, dass da hier kein so ein Loch mehr ist. Und deswegen haben wir extra hier den Dreck liegen lassen. Und ja, das ist die erste Arbeit, die wir heute machen müssen. Und ich nehme euch nochmal kurz mit rüber zum Hof. Ich habe die Strohballen gestern aufgeräumt. Da habe ich eine kleine Zeitrafferaufnahme gemacht, weil die Framerate doch ziemlich schlecht war. Ich spiele euch mal die Zeitrafferaufnahme von gestern ab und wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, die Zeitrafferaufnahme hat euch gefallen. Es war mal wieder so Ballen werfen, aber den Anhänger da drüben muss ich doch irgendwie leer kriegen. Wir haben jetzt da drüben alle unsere Strohballen drin, bis auf den einen großen Anhänger. Das habt ihr ja gesehen, der ist in einer anderen Scheune. Das Problem ist einfach, dass so viele Ballen auf einem Haufen. Wenn ich jetzt einen so einen Ballen packe, dann gehen die FPS sofort in den Keller und ich möchte das nicht noch mehr stressen. Deswegen habe ich gedacht, packe ich den anderen Ballenhaufen einfach hier hin, sodass wenn ich hier einen Ballen packe, es nicht dort beeinflusst und andersrum. Am Anfang werde ich wahrscheinlich dort die Ballen wegzuräumen, in der Hoffnung, dass eben bald so wenig Ballen wieder werden, dass die Framerate wieder runtergeht. Wir sind jetzt im Winter angekommen, wir können kein Gras mehr mähen, das heißt, die Schafe, die müssen jetzt... Ups, das hat mir gegen die Tasse kommen. Das heißt, die Schafe, die müssen jetzt vom Heu leben, das heißt, wir müssen ziemlich bald jetzt hier dann ein bisschen Heuballen auf den Anhänger drauf packen und damit zu den Schafen gehen. Das wird dann jetzt unsere tägliche Beschäftigung. Aber jetzt geht es erstmal auf die Baustelle und ein bisschen Erde schaufeln. Muss ich doch mal gucken, wo ich denn überhaupt die Schaufel hingepackt habe. Da ist die Schaufel. Aufgeräumt ist die. Eieiei. So. Halt nochmal einen Gang zurück. Ich glaube, das wird eine ganz schön lange Aktion, das voll zu schaufeln. Zum Glück hat unser Eich eine Kabine und eine Heizung. Wie ihr seht, wir haben minus 1 Grad Lufttemperatur. Es ist gleich richtig kalt geworden. Wäre es natürlich eine ideale, ein idealer Zeitpunkt, um über irgendwas zu reden, aber allzu viel zum Reden habe ich gar nicht. Vielleicht eine Kleinigkeit.
hatte am, wann war es denn? Samstagabend? Ich glaube, es war der Samstagabend. Meinen ersten Livestream ausprobiert. Er war so, ach, Freitag war das noch, Freitagabend. Ziemlich spät und hatte halt ein bisschen Langeweile und war im Multiplayer unterwegs auf der Stoppenbach. Und hab mir dann so gedacht, eigentlich das mit dem Livestream, das wollte ich ja schon immer mal ausprobieren. Warum nicht einfach jetzt mal? Und ja, hab hier OBS angemacht, bin auf Live gegangen und hab ein paar Minuten gewartet und schon waren einige Leute da. Hätte ich so gar nicht gedacht, hab gedacht, ja, da kommt vielleicht mal einer vorbei oder zwei. Aber es waren ruckzuck ein paar Leute da und dann war es auch sehr schnell sehr aktiv im Chat. Also hat echt richtig Spaß gemacht. Da möchte ich mir an dieser Stelle nochmal an alle bedanken, die da waren und mitgechattet haben und mit dabei waren halt. Ja, man merkt, dass ich schon seit ein paar Tagen nicht mehr aufgenommen habe. Ich bin mal wieder ein bisschen... Ihr kennt es ja von früher, wenn ich immer nur alle paar Tage aufgenommen habe. Dass ich dann immer erst so die halbe Episode brauche, bis ich reinkomme und mich davor ständig wiederhole und nicht so recht weiß, was ich sagen soll. So geht's mir jetzt auch wieder. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, wir machen bald eine Zeit drauf Aufnahme. Jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Livestream waren wir stehen geblieben. Ich habe gedacht, ja, probieren wir mal aus, so vielleicht eine halbe Stunde. Und am Ende war es dann tatsächlich 2 Stunden und 15 Minuten am Ende, die wir tatsächlich live gestreamt haben. Und ich hatte durchgängig 10 oder mehr Leute. Und das war abends zwischen 23 Uhr und nach 1 Uhr. Also das fand ich schon sehr krass. Das hätte ich so nicht gedacht, das hat mich sehr überrascht. Positiv natürlich. Hat mich sehr gefreut. Und hat definitiv einen riesen Spaß dabei. Also das werde ich wieder machen, so ein Livestream. Ich weiß nur noch nicht wann, das ist eher wieder so spontan dann. Es haben sich auch ein paar Leute beschwert, dass sie die Benachrichtigung von YouTube gar nicht bekommen haben, dass ich live gegangen bin. Da weiß ich nicht, woran das liegt, aber YouTube ist halt manchmal so. Ich denke mal, wenn ich den nächsten Stream mache, dann werde ich das auch auf Facebook ankündigen, aber halt nicht so wirklich im Fokus, weil wie gesagt, eher was Spontanes. Sprich, das kündige ich dann einfach mehr oder weniger so nach dem Motto, so ich bin jetzt live gegangen. Aber schauen wir mal, wann es wieder dazu kommt. Das muss ja dann auch passen, ich muss Zeit haben, ich muss Bock haben und auf der Lost Park hier möchte ich keinen Livestream machen, weil das eben für die Episoden vorbehalten ist. Es sei denn, es gäbe mal eine Arbeit, die wirklich nichts für die Episode ist und eine sehr lange Zeitraufaufnahme oder sowas wäre, dann könnte ich einen Livestream draus machen und werde ein bisschen Zeit drauf aufnehmen. Aber das ist auch nicht so ideal, weil beim Livestream gucke ich ja dann auch in den Chat. Und wer beim Livestream dabei war oder die Aufzeichnung vom Livestream geguckt hat, die habe ich ja dann hochgeladen. Ja, der weiß, dass Chat lesen und spielen nicht immer so miteinander funktioniert. Die Flugwochen, die wir gemacht haben, die waren sehr krumm. Eins steht fest, wir sind hier definitiv noch eine Weile beschäftigt. Ich glaube, wir brauchen eine größere Schaufel, aber ich habe keine größere Schaufel. Machen wir heute die ganze Episode nichts anderes. Ich muss jetzt doch mal zum Händler gucken und gucken, ob da irgendeine Schaufel ist, eine größere, aber ich glaube nicht. Wie wär's mit der Großraumschaufel? Ah, nee, die ist viel zu groß. Damit quälen wir den Eichel nur, das hat keinen Zweck. Die da hier? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen mit der kleinen Schaufel weitermachen. Gucken wir mal ins Loch rein. Ja, da haben wir einiges noch zu tun, bis wir das voll kriegen. Definitiv. Ich würde mal sagen, wir fangen eine kleine Zeitrafferaufnahme an. Und aber keine Sorge, ich mache jetzt keine Zeitrafferaufnahme, bis ich hier alles mit der kleinen Schaufel voll gemacht habe. Aber ein bisschen was nehmen wir mal auf und dann treffen wir uns wieder. Ich würde mal sagen, viel Spaß und bis gleich.
So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der kurzen Zeitraffer-Aufnahme. Ich hatte auch Spaß, aber, naja, ihr habt ja gesehen. Die Zeit vergeht, die kleine Schaufel passt nichts rein. Wir werden nie fertig, wenn wir damit weitermachen. Deswegen habe ich meinen Kumpel von der Baufirma angerufen und habe gefragt: Hey, vermietest du auch Fahrzeuge? Ja, und jetzt haben wir den hier stehen. Ist nicht ganz billig, der kostet uns über 1000 Euro am Tag. Aber ich dachte mal, wir mieten uns mal so ein richtig, richtig großes Ding und dann geht das ruckzuck und wir verschleißen dabei nicht unseren Eicher, wir verschwenden dabei nicht unsere Zeit. Und ja, ich hoffe mal, dass sich das Ganze lohnt. Wir können ja den Bagger auch noch für andere Zwecke hier jetzt gebrauchen, dann können wir hier gleich die für die Fundamente hier ausheben. Bin mal gespannt, wie das mit so einem Baggerchen läuft. Wo wir jetzt gerade schon mal bei Fahrzeugen sind. Ne, jetzt warte ich erstmal, bis ich hier einmal reingekippt habe. Das ist doch schon viel schöner. Habe nur das Problem, dass ich hier diese Kante nicht so schön hinkriege, wie ich die Gedanken hinkriegen würde. Schade. Wo wir schon bei Fahrzeugen sind, da drüben steht ja auch so ein Fahrzeug. Und hier kann man es gerade so sehen. Ich meine natürlich den Ford. Und wir haben jetzt ja die zwei IHCs gekauft. Und dabei ist mir halt was aufgefallen, was ich so jetzt noch gar nicht bedacht habe. Eigentlich hätten wir das ja schon beim Eicher auffallen müssen, ne? Der Same Eicher Hürlimann, das ist eine ziemlich seltene Maschine hier dagegen. Die gibt es hier einfach nicht. Also ich meine, den Eicher, den gibt es ja sowieso fast nirgendwo. Aber selbst als Same oder als Hürlimann gibt es den hier halt kaum. Und es ist eine alte Maschine. Und was passiert mit alten Maschinen? Alte Maschinen gehen kaputt. Und was macht man, wenn die Maschine kaputt geht? Dann braucht man Ersatzteile. Das ist alles soweit gar kein Problem heute in Zeiten des Internets und so weiter und der Globalisierung. Man kann auch, wie wir, Kontakt zu einem Italiener aufnehmen und nach Italien fahren, um einen Planetensatz zu holen. Aber es geht eben nicht schnell. Und vor allem auch nicht ganz billig, wobei unser Planetensatz aus Italien ja wirklich billig war. Aber wenn wir den jetzt hier von Same bestellt hätten, dann wäre das schon ein bisschen anders gewesen. Und so richtig aufgefallen ist mir das jetzt halt bei den IHCs. Ich habe gute 500 Euro bezahlt, ich glaube 520 oder sowas, weiß es nicht mehr. Etwas über 500 Euro für die gesamte Lagerung der Vorderachse. Also für die ganzen Buchsen, für die Radlager. Alle Vorderachsen, Verschleißteile quasi, komplett neue Spurstangen, Köpfe, alles drin, 500 Euro. Und ich habe zu dem Händler am Vorabend gesagt, hey, ich brauche das. Und er hat gesagt, kein Problem, kommst du morgen vorbei, habe ich morgen da. Das ist halt dann schon cool. Das funktioniert deshalb beim Eicher nicht unbedingt. Und vor allem funktioniert das beim Ford nicht unbedingt. Und wie gesagt, ich habe das so gar nicht bedacht, aber wenn ich mir jetzt da so drüber nachdenke, unser Ford ist unser Hauptschlepper auf unserem Betrieb. Also nicht unser Hauptschlepper zum Rumfahren, das soll dann wieder der Eicher sein, wenn ich die Gangschaltung repariert habe. Aber unser Hauptarbeitstier, mit dem wird gepflügt, mit dem wird gesät, mit dem wird gekrubbert, mit dem wird Anhänger gezogen, im Grunde alles, was halt richtig schwere Arbeit ist, muss mit dem Ford gemacht werden. Das heißt, sollte der mal ausfallen, dann habe ich ein richtig großes Problem. Und bisher ist der Hof zwar so ein bisschen nebenbei gelaufen, also bei mir jetzt nicht, es ist mein Vollzeitding, aber der Hof an sich war ja eher vom Aufbau her so ein Nebenerwerbsbetrieb. Aber jetzt, nachdem ich den Kuhstall baue, steht eins fest: Nebenerwerb ist das hier nicht mehr. Das hier muss ein Haupterwerb werden, sonst lohnt sich das alles nicht. Ui, wir haben ja nicht mal die ganze Schaufel leer gekriegt. Bin ich ja mal gespannt, ob wir hier noch mehr reinkriegen. Jo. Ja, wie gesagt, das muss Haupterwerb werden, das muss sich lohnen. Und dann habe ich eben keine anderen Rücklagen. Das heißt, wenn dann tatsächlich mir der Flapper ausfällt, dann fällt mir der Flapper aus, dann brauche ich Ersatz. Und wenn mir hier der Eicher ausfällt, dann kann ich einen IHC nehmen. Und ich habe jetzt ja sogar zwei Frontladerschlepper. Das heißt, selbst auf den Frontlader muss ich dann nicht mehr verzichten. Und wenn der IHC ausfällt, kann ich einen Eicher nehmen, selbst wenn ich einen von den IHCs verkaufe. Wie mache ich das jetzt idealerweise hier? Dass das hier besser funktioniert. Na gut, kümmern wir uns um die Details dann später und wir kippen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen mehr Erde rein. Wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich stehen geblieben bin. Mit den ganzen Ersatzteilkostenproblemen. Oder worauf ich eigentlich hinaus will, ist, der Ford war wirklich richtig günstig und ich mag das Teil total. Es ist schön wendig, er zieht gut durch. Das ist was, was nicht jeder hat.
Aber ich muss jetzt hier mal ein bisschen anders denken. Bisher habe ich so gedacht, okay, günstig muss es sein, was ich fahren will. Und irgendwie gefallen soll es mir schon auch. Den Vorteil habe ich mich irgendwie sofort an England zurückerinnert und fand das total cool. Und muss dann im Nachhinein schon auch sagen, da hat nicht nur die objektive Meinung entschieden, sondern da hat dann auch ein bisschen, haben dann die Gefühle entschieden, die gesagt haben, ey, das Ding, das willst du haben. Und ihr wisst das ja, wenn man sich so in den Kopf setzt, dass man was haben will, dann ist das schwer, das wieder loszuwerden. Aber wenn der Hof hier als Vollerwerb laufen soll und ich dran aufgewiesen, ja, drauf angewiesen, so rum bin, dann ist das halt nicht so ideal, wenn man ein Fahrzeug hat, auf das man, wenn es kaputt geht, unter Umständen eine Woche oder zwei für Teile warten muss. Und ich habe dann jetzt auch mal beim Händler drüben angefragt, habe gesagt, hey, wie ist denn das jetzt, wenn hier bei meinem Fahrt der Lenkzylinder kaputt geht? Riecht denn bei dir? Oder gibt es da irgendwie Dichtsatz oder sowas? Sagt er, Ford, habe ich noch nie. Weiß ich nicht. Dann hat er seinem Computer nachgeguckt. Ja, kann er bestellen aus England. Wird dann hier irgendwie angeschickt mit der normalen Post. Kommt dann irgendwann an. Ist nicht so toll. Ist gar nicht so toll. Und es ist nun mal einfach so, so eine alte Maschine geht kaputt. Kann man reden, was man will, kann man sagen, auch ja, ist ein Ford, die sind robust, oder wer dann irgendwie auf Deutsch steht, kann sagen, auch ja, Deutsch ist robust, oder wer auf Finnisch steht, kann sagen, auch der Fendt geht nicht kaputt, aber Fakt ist einfach, Maschinen, wenn sie arbeiten, gehen kaputt. Auch neue Maschinen gehen kaputt, aber hauptsächlich sind es halt Abnutzungsspuren, das heißt, eine nagelneue Maschine, so fahren die Kinderkrankheiten, es ist ja oft so, dass man eine nagelneue Maschine kauft und in den ersten paar Monaten geht sie mehrmals zum Händler zurück, weil da irgendwelche Produktionsfehler drin sind, aber sobald die eben behoben sind, läuft eine Maschine ja erstmal ziemlich gut. Aber irgendwann fängt es halt an, dass die Sachen verschleißen und dann verschleißt immer mehr und dann kommen halt die Verschleißteile. Und Verschleißteile ist halt nicht nur unbedingt Kupplung und irgendwelche Lagerungen oder sowas, sondern alles, was sich irgendwie bewegt und dann mit dem Flapper bewegt sich eine ganze Menge, verschleißt im Laufe der Zeit. Na, auch die ganzen Bolzen in der Hydraulik und so weiter, das Metall, das wird auch immer dünner und irgendwann ist es so dünn, dass es mal bricht. Das heißt, selbst die Dinge, die man nicht generell als Verschleißteile betrachten, die gehen halt irgendwann mal kaputt. Ja, so war das nicht gedacht. Und von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Ford ausfällt. Und dann möchte ich nicht die Zeit verbringen und eine Woche auf Ersatzteile warten oder vielleicht sogar noch länger, wenn es was Schwieriges ist. Von daher steht für mich eigentlich mittlerweile fest, dass der Ford leider wieder weg muss. Also wir brauchen einen Ersatz für den Ford. Und ich habe das auch schon zu meinem Händler jetzt gesagt, ob, wenn er da irgendwas findet. Ich habe ihn auch gefragt, ne, willst du den Ford in Zahlung nehmen oder so, willst du ihn kaufen? Ich habe ihm auch gesagt, was ich dafür bezahlt habe und dass ich mindestens das gern wieder hätte, vielleicht ein bisschen mehr. Aber er hat gesagt, er ist ja nicht interessiert dran, was soll er damit? Das will hier kein Mensch. Aus eben genannten Gründen. Ne? Das ist eher was für Liebhaber oder für Verrückte. Nicht unbedingt für einen Haupterwerbslandwirt hier im Mitteldeutschland, ne? Im südlichen Mitteldeutschland. Ich meine, was man hier, ne, IHC kriegt man hier an jeder Ecke, Teile für Deutz, Fans, solche Dinge. Sowas müsste man sich kaufen, wenn man wirklich als Hauptmaschine, die dann eben auch im Ernstfall schnell repariert werden soll. Von daher, ja, haben wir jetzt noch eine Aufgabe für den Winter und zwar uns bis zum Frühling ein anderes Fahrzeug zu suchen. Leistungstechnisch irgendwas, was ähnlich ist und, ja, ich habe schon ein bisschen was im Auge, aber ich möchte euch noch nicht so viel verraten. Nicht, dass der Deal platzt, wie man so schön sagt. Ich habe ein schönes Angebot im Auge. Aber das ging jetzt ja ein bisschen flugs, ne, zwischen der Idee, dass, ey, das mit dem Ford, das ist keine gute Idee, und dem, oh, ich habe was gefunden. Das ging ein bisschen schnell, deswegen kann ich da noch nicht, mich noch nicht so ganz dafür entscheiden, dass ich das auch wirklich durchziehe. Und daher möchte ich euch da jetzt auch nicht, ja. Warten wir einfach mal, was passiert, und wenn ich tatsächlich dann eine Ersatzmaschine für den Ford gefunden habe, dann werde ich es euch schon sagen. Na, ihr kriegt das ja dann sowieso mit, weil kann ich in dem Video ja schlecht verstecken. Jetzt habe ich wieder eine ganze Zeit lang gelabert, aber das war ja auch wichtig. Und ich muss aufpassen, dass ich mich hier jetzt nicht festfahre. Aber das war ja auch wichtig, wie gesagt. Steigen wir mal eben raus und gucken, was wir hier geschafft haben. Wir haben nicht viel geschafft. Das Problem ist, ja, das ist einfach mit den Haufensystemen hier, wenn es an so einer harten Terrainkante geht, ne? Hier diese harte Terrainkanten hier, damit kommen die Haufensysteme nicht klar und dann gibt es hier so eine
so eine Kante eben hier drauf, die man dann nicht mehr wegbekommt so richtig. Deswegen ist das Ganze leider nicht ganz so schön geworden hier. Aber wir kippen hier ein bisschen Dreck rein und wie ihr seht, es ist schon deutlich mehr und man kann jetzt tatsächlich rüberlaufen, ohne dass man hier in ein Loch fällt. Und so müssen wir jetzt noch eine Weile weitermachen. Ich weiß es nicht, soll ich das noch in eine Zeitrafferaufnahme packen oder machen wir jetzt einfach voll hier und dann ist Feierabend. Ich würde mal sagen, wir machen noch eine ganz kleine Zeitrafferaufnahme und sehen uns dann wieder. So, da sind wir wieder. Ich muss schon wieder die Taschenlampe verwenden, weil es so duster ist. Aber der große Bagger, der hat wirklich geholfen. Hier haben wir so ein kleines Loch noch drin gelassen. Das war nicht Absicht. Aber im Großen und Ganzen haben wir tatsächlich richtig aufgefüllt. Ihr seht, hier ist der große Bagger weg. Von diesem großen Bagger ist einiges weg. Aber es liegt jetzt hier auch noch einiges in Erde. Ist ja klar, das ist die Erde, die eben jetzt hier anstatt der Güllegrube dann ist. Ne? Also das Volumen der Güllegrube, das liegt da noch. Das ist aber nicht so wichtig, weil der Stall, der kommt ja hier hin, das liegt jetzt gerade ein bisschen außerhalb vom Stall, das können wir in Ruhe wegräumen. Wobei ich glaube, das machen wir trotzdem noch, solange wir den Bagger haben, aber heute nicht mehr. Ich möchte auf jeden Fall was von der Erde da drüben in unserem kleinen Wäldchen auf dem Berg machen, falls wir mal irgendwo Erde brauchen. Und dann habe ich auch so ein paar Feldecken, wo ich denke, dass man ein bisschen Erde hinkippen könnte, ein bisschen auffüllen, dass das nicht schaden würde. Und ja, so kriegt man die Erde dann schön los. Ne? Wenn man was auf dem Bauernhof baut, dann kippt man die Erde am Ende einfach aufs Feld. Das machen wir aber heute nicht mehr. Heute müssen wir uns noch um die Schafe kümmern und es regnet schon wieder. Ich weiß nicht, was wir für einen Winter haben, aber es regnet und es regnet und es regnet. Ich würde mal sagen, ich hänge jetzt mal einen Anhänger an und wir treffen uns dann wieder, wenn ich einen Anhänger angehängt habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mal nur ein paar Ballen aufgeladen. So viel brauchen wir jetzt heute Abend nicht mehr. Wie ihr seht, die Framerate ist natürlich gleich wieder runtergegangen, als ich in die Bahn gegangen bin. Deswegen habe ich die Aufnahme erst jetzt gestartet, nachdem wir aufgeladen haben. Wir machen uns jetzt raus mit dem Eicher aufs Feld, aus dem einfachen Grund, weil der IHC den Frontlader noch nicht montiert hat. Und wir mit Sicherheit den Frontlader brauchen, um da ein bisschen die Sauerei wegzubauen, wie die mal wieder gemacht haben, wie üblich. Und deswegen dachte ich mir, nehmen wir den Eicher. Und natürlich bei dem Wetter macht es auch Sinn, den Eicher zu nehmen, anstatt mit dem halboffenen Dach am IHC zu fahren. Ja, mal gucken, wie viel von den Heuballen die fressen, wie schnell die weggeht. Ich glaube, wir hätten da draußen im Schaffler sogar noch eine von den großen Großpackenballen, von denen wir auch noch zwei in der Scheune haben, die wir am Anfang des Jahres gekauft hatten, als wir noch kein Gras auf der Wiese hatten, also so aussah wie jetzt hier. Die können wir dann auch noch verfüllen, irgendwann bevor der Winter jetzt vorbei ist, weil ja, die verfüttern wir dann schon zügig. Sonst es wird ja auch nicht besser, das Feuer, wenn wir älter sind. Aber ich wollte jetzt mal hier von meinen schönen neuen Ballen ausprobieren. Mal gucken, wie das den Schafen, fast hätte ich jetzt schon Ziegen gesagt, den Schafen schmeckt. Aber so aktuelle Schlüssel wieder nicht sein, weil was anderes habe ich sowieso nicht. Ja, lohnt sich das jetzt noch eine kurze Zeitlupe-Aufnahme zu machen? Nee, ich glaube nicht. Wir fahren einfach so raus, lassen die Episode schön gemütlich im Regen ausklingen. Im Regen, im kalten Winter. Die Temperatur ist ja angestiegen, wir haben jetzt 7 Grad. Ist nicht mehr ganz so kalt wie heute Morgen. Heute Morgen mit minus 1 Grad, das war schon richtig übel. Hat mich richtig geschockt auch. Ne? Ich bin aufgestanden und es war sowas von kalt und bin rausgegangen und wollte am liebsten sofort wieder reingehen. Also das habe ich jetzt noch nicht erwartet. Aber ja, der Winter, der kommt hier wohl schnell in das Bad. Aber es ist ja sowieso so eine Sache mit den Wintern. Die haben sich ja schon ziemlich verändert in den letzten Jahren. Deswegen kann ich da kaum mehr auf Erinnerungen von früher zurückgreifen.
und da müssen wir einfach gucken, wie die jetzt tatsächlich werden gewinnen. So wie sie in England sind, werden sie auf jeden Fall nicht, weil in England war es eine ziemlich Fehlanzeige. Wir können jetzt mal gerade den Wetterbericht anmachen. Wir haben Regen angesagt, wir haben Sonne angesagt. Wir haben am Samstag einmal Schnee angesagt. Ich weiß nicht, was passiert, aber wir sind auf alles vorbereitet. Natürlich ist Regen und Sonne lieber, weil es um den Kuhstall bauen geht, als mit Schnee. Solange wir hier noch Graben und Arbeiten machen müssen. Auch später dann, wenn der Stall aufgebaut wird, da ist er sowieso sehr unpraktisch, wenn es dann schneit, dann verliert man das Werkzeug und die Baumaterialien. Aber vielleicht kriegen wir das noch vorher hin, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen gucken, dass wir den Kuhstall wirklich so günstig wie möglich bauen. Ihr seht ja, unser finanzielles ist nicht mehr so ganz so ideal. Wir hatten jetzt schon einige Ausgaben allein für den Anfang vom Stall und noch steht kein Stall. Das müssen wir erstmal aufräumen hier bei denen. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein Problem. Nämlich, dass im Winter die Tiere kein Gras annehmen durch den Seasons-Mod und ich jetzt hier aber noch ganz viel Gras habe, das sie rausgeschmissen haben. Bin mal gespannt, ob die das noch nehmen oder was ich nicht. Dann muss ich es einfach rauskippen. Ja, das hat sich einfach wieder hier auf dem Balken gemacht. Na gut. Dann räumen wir das Gras jetzt einfach raus. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Das ist schon ziemlich vergammeltes Zeug. Ich weiß noch dann hin, schmeißen hier einen Haufen hin. Gibt dann vielleicht einen schlechten Mist. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, hier Randsteine? Ach nee, hier können wir nicht abladen. Ups. Wo schmeißen wir es denn dann hin? Den Ladewagen, den müssen wir jetzt auch mal heimholen, dass wir nicht immer nass wird im Winter. Den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und das Neverbild habe ich ja schon heimgeholt letztes Mal. Gucken wir mal, ob wir hier was hinschmeißen können. So einen kleinen Mistberg hinmachen, ja, passt. So, vielleicht wird das ja auch Mist, dann müssen wir früher auch nochmal ab. Jo, ich weiß, ich habe jetzt nicht wirklich was zu reden. Ich dachte, es geht ruckzuck, wir kommen hier kurz raus und besorgen die Schafe. Aber jetzt hat das Ganze doch ein bisschen länger gedauert. Und, jo, jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Jetzt habe ich hier wieder Heu in der Schaufel drin. Das wollte ich so natürlich nicht haben. Eigentlich wollte ich das Gras aufschaufeln. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Hallo. Will nicht. Na gut, dann eben nicht. Und jetzt gucken, dass wir wieder das Gras erwischen. Den müssen wir auch mal wegräumen, den Deutz da. Da müssen wir mal den Tieflader. Oh, jetzt wäre ich fast in den Anhänger reingebracht. Müssen wir mal den Tieflader holen und müssen den Deutz heimfahren und den in die Scheune stellen. Ich habe jetzt ja leider das Stroh bei uns in der Scheune gemacht, wo ich sonst immer gedacht habe, könnte ich im Winter auch mal schweißen drin. Ich glaube, das ist keine so gute Idee mit dem Stroh da drin. Wenn wir jetzt was schweißen müssen oder mit der Flexos arbeiten, dann müssen wir es immer draußen unter dem Vordach machen. Ist natürlich nicht so angenehm im Winter. Aber eine andere, halt, eine andere Wahl haben wir jetzt nicht. Weil, wie gesagt, ich konnte das Stroh nicht mehr da drüben dazu schmeißen. So, ich würde mal sagen, bevor ich hier versuche, die Zeit zu überbrücken, machen wir einen ganz kurzen Cut und wir treffen uns sofort wieder, wenn ich hier diesen Krempel aufgeräumt habe. So, aufgeräumt ist, jetzt kommt das frische Heu rein und ich habe den Anhänger natürlich richtig schön weit weggepackt und jetzt habe ich wieder die Taste 9 gedrückt. So, packen wir mal das. Machen wir mal ein Licht an, dass ihr auch was seht und dann gucken wir einfach mal. Hallo, jawohl, geht. Machen wir gleich mal, gucken wir mal, oh wei. Da muss ganz ordentlich was rein. Ich glaube, wir wollen die alle fressen. Macht nichts. Machen wir. Unsere Schafe. Ich habe auch noch eine ganz andere Überlegung gehabt, aber da müssen wir mal in Ruhe drüber nachdenken. Wir haben jetzt ja das Problem mit der Wolle. Im Winter kann ich die jetzt eh nicht scheren, sonst frieren die ja. Aber wenn die eben so viel Heu gefüttert kriegen, dann verwächst sich da trotzdem das Heu eben in der Wolle und dann wird die Wollequalität eben geringer. Und nachdem wir ja in erster Linie mit der Wolle Geld verdienen, ist das natürlich ein kleines Problem. Am liebsten würde ich überhaupt gar kein Heu füttern. Und was mir dann neulich der Gedanke gekommen ist, ich weiß aber nicht, ob sich das umsetzen lässt, ist die Schafe mit Silage zu füttern.
Ich meine, ob jetzt eine Kuh oder ein Schaf, so arg sind die Unterschiede dann auch nicht. Also theoretisch kann man die auch mit Silage ernähren. Würde ich jetzt mal behaupten. Also, und wir wollen ja da irgendwie kein, nicht in erster Linie Fleisch von denen und erst recht keine Milch oder sowas. Und da sollten wir uns eigentlich keine so großen Sorgen machen. Und Silage hat halt den großen Vorteil, dass es nicht so in der Wolle hängen bleibt wie Heu, vermute ich mal. Aber das ist nur eine Theorie. So, jetzt haben wir da ein paar Ballen reingeworfen. So wirklich viel hat sie dann nicht getan. Aber gut, wir müssen eben dann eben morgen früh wiederkommen. Ja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, den Schafen auch Silage anzugewöhnen. Ich hätte am liebsten diesen Herbst noch ein bisschen Silage gemacht, einfach nur zum Test. Aber das hat jetzt ja nicht mehr gereicht und jetzt ist das Gras hinüber, wird nichts mehr. Aber vielleicht machen wir im Frühjahr, sobald das Gras gewachsen ist, gleich mal eine kleine Test-Silage irgendwo hin. Für den Fall, dass unsere große Silage bei den. Also unsere große Silage. Wie nennt man denn das? Silo? Silage? Bunker? Keine Ahnung. Jedenfalls die großen Betonwände zum Silage reinmachen, dass sie bei den. Boah, das hat sich doof angehört. Dass die bei den Kühen noch nicht fertig ist im Frühjahr. Wenn dem so ist, dann machen wir irgendwo anders eine kleine Silageberghin. Nur zum Testen für die Schafe. Aber natürlich können wir für die Kühe auch Silage gebrauchen. Aber es wäre sehr schön, wenn wir die Schafe rein über Silage füttern könnten. Das ganze Jahr über vielleicht sogar. Dass wir gar kein frisches Gras mehr holen müssen. Und dann mit dem frischen Gras uns für die Kühe konzentrieren. Weil von den Kühen wollen wir ja die Milch haben. Und es gibt nun mal die beste Milch, wenn man die Kühe mit frischem Gras füttert. So zumindest die Theorie. Die meisten Landwirte machen es ja nicht mehr mittlerweile. Es lohnt sich einfach nicht mehr bei der Menge an Kühen. Aber wenn wir klein anfangen und wir haben die Ausrüstung zum Futtermähen, würde ich mal sagen, machen wir das auf jeden Fall. Und wenn wir dann nicht für die Schafe auch noch mähen müssen und dann immer mit dem Gespann hin und her, wäre ich da sehr, sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, ob ihr glaubt, dass die Schafe auch dass man die auch an das Silo gewöhnen könnte. Ich weiß auf jeden Fall, dass man Ziegen mit Silage füttern kann, das habe ich schon gesehen. Und da müssen mit Schafen eigentlich auch funktionieren. Ja, ich würde mal sagen, wir haben wieder eine Episode fertig. Es ist Winter, es ist nicht mehr allzu landwirtschaftlich. Wir haben ein bisschen Baustelle gehabt heute. In der nächsten Episode geht es ähnlich weiter. Wir werden dann wir werden dann die Erde wegfahren ein bisschen und ja, alle auf Felder verteilen. Und vielleicht dann tatsächlich auch mal wieder auf die Felder gehen und ein bisschen Feldarbeit erledigen. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ja. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Langweilig wird es hoffentlich nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, dass wir jetzt auch den Bau so ein bisschen dokumentieren. Ich habe euch ja nicht groß gefragt. Ich habe einfach gesagt, so, wir bauen jetzt einen Kuhstall und wir machen das jetzt einfach. Schaut, jo. Nicht schaut. Was wollte ich sagen? Es ist schon wieder viel zu spät. Es ist 2:30. Ich sollte aufhören mit Video machen und ins Bett gehen. Ja. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr generell so davon haltet, wenn es nicht in jeder Episode landwirtschaftlich zugeht. Irgendwie müssen wir den Winter im Seasons Mod verbringen und da habe ich gedacht, ist es gar nicht schlecht, wenn wir vielleicht auch ein paar andere Sachen machen. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Das war die Episode. Ich hoffe, sie hat euch mal wieder Spaß gemacht. Einigen von euch gefällt die Serie ja immer noch sehr. Ich freue mich immer über die Kommentare und überwiegend positiv. Was heißt überwiegend positiv? Ausschließlich positiv. Ausschließlich positive Kommentare bisher bekommen. Und ja, da... macht einfach großen Spaß. Jetzt auch erst recht mit dem Livestream. Das war total eine ganz neue Erfahrung. Habe ich so nicht gedacht, dass es so einfach funktioniert. Aber es hat einfach funktioniert. Leute sind einfach aufgetaucht. Haben einfach im Chat mit gechattet. Und ich hatte ja auch keine Themen und nichts vorbereitet, worüber man reden könnte oder so. Sondern ich habe einfach gedacht, okay, wir machen den Stream an und dann gucken wir, was passiert. Aber ihr hattet da wunderbar im Chat gechattet und wir konnten da wunderbar miteinander reden. Jo. Das war sehr schön. Ich hoffe, das können wir auch wieder machen und vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal und bevor ich allzu lange labere, tschüss.